abgesichert. Hey, was ist denn mit dem Häscher passiert, dem wir gefolgt sind? Ah, das musste ja passieren! Zurück! Schieß von weiter weg! Ha, das Ding versteckt mich nicht! Nein! Das ist schlecht! Oh, was für ein riesiges Scheu sein! Ziel erfasst! Du machst mir keine Angst, Miststück! Okay, Herrscher erledigt. Komm rein, der Platz ist sicher. Evakuierung fortsetzen. Verstanden, Delta. Wir kommen raus. Na schön, evakuierte herhören. Im Laufschritt zu den Minotaurs. Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck. Hey, bist du taub? Keine persönlichen Sachen. Carmine! Mann, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby. Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht. Hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Was jetzt? Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Schnell, lauf! Haben's abgehängt. Delta, ich werde für die Evakuierung aufsetzen. Nein, nein, weg hier! Es ist nicht sicher! Wir wurden getroffen! Mayday, Mayday, Mayday! Shit, Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle! Das Feuer ist im Weg. Wir müssen drumherum. Hier lang! Cardio Kit. Moment. Eins mit Stim-Technologie. Okay, jetzt kann Jack uns mit Stims durchs Feuer bringen. Los, los! Oh, heftiges Zeug. Das habe ich vergessen. Okay. Okay, Zeit für eine Stim. Scheiße, das ist spät! Der Scharfschützen da! Schneiden wir sie ab! Ich helfe dir! Ausgeschaltet. Gut, ich glaube, das waren alle. Wenn diese Schar unsere Bots ausschalten kann, halten wir die Siedlung niemals. JD, Del, Marcus und ich mussten durch die Wand durch. Der Schwarm ist überall und wir erreichen die Zentrale nicht. Gott,
Der Funk ist gestört. Hörst du mich, Kate? Wir wurden von Cole, Fass und Carmine getrennt. Das neu gruppieren. Wir treffen uns vor dem Theater. Roger, wir sehen uns da. JD, komm schon, gehen wir durchs Hotel. Hey, da, durch das Ladedock. Los, hier rein. Yo, Jack, erleuchte uns. Bullshit. Wir verlieren eine Menge Gears. Phoenix, ich habe es zurück zum Patrouille geschafft. Ich werde versuchen, die Leute hier rauszukriegen. Verstanden, Lizzie. Viel Glück. Nicht erkannte die Wohnung. Ich sagte einstellen! Das muss reichen. Soll es ein Witz sein? Diese Schar schaltet DBs nicht nur aus, sie verwandelt sie. Wie krass, Mann. Vernichtet! Hey, hey, hey! Ich bin! Vorsicht! Ich brauche hier Hilfe! Ziel erledigt! Panik, ich hab dich. Hey, 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 Hilfe! Oh. Okay, das war's. Ich hab genug von diesem Horrorfilm. Wir sollten zum Theater gehen. Sehe ich auch so. Na los. Wir gehen da rein, Dell. Mach dich bereit. Hey, Cole, Fass, Carmine, ob es Ihnen gut geht? Hoffentlich. Los zu Kate und Ted, dann können wir uns um die anderen sorgen. Oh, Scheiße! Nicht alle! Hier lang. Ganz sachte. Was zur Hölle ist das? Scheiße, sie sind wach! Scheiße!
sind über uns! Ziel erledigt. JD, der kommt doch her von links! Das ist der letzte. Okay, Team. Diese Dinger machen mir Angst. Aufgepasst. Die Schar besteht aus Egeln. Ja, wissen wir. Sie hören irgendwie unseren Funk, aber... Jetzt, Zentrale, wirft sie ab! Sie wissen wohl noch nichts über die Schar. Danke, Zentrale. Oh, Scheiße, behelfen wir, ihnen die Straße zu säubern. Sergeant, wir werden sie zusammen machen. Vielen Dank, Sir. Divis, los, säubert die Straße! Bestätigt, Lieutenant. Los, Leute, weiter so! Wir schaffen das! Ja! Help! Sergeant gefallen! Ordnung wird wiederhergestellt! Schneid sie ab, bevor sie die Bord umdrehen! Wir haben sie. Wo sollen wir hin? Falls ihr im Theater seid, da war eine Gruppe Evakuierter. Ich habe vor einer Stunde den Kontakt verloren. Okay, wir sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit. Und Bert, falls jemand nach Verstärkung ruft, geh nicht drauf ein. Verstanden. Aber da draußen sind bereits... Hier hinten ist keiner. Los, auf die Bühne. Hey, alles okay? Ja, keine Sorge, nur Kopfweh. Okay, los geht's. Verdammt, nichts. Wenn hier Leute waren, wo sind sie alle hin? Vielleicht sind sie entkommen.
Öffnen wir diesen Vorhang. Wir haben ein Problem. Ein umgedrehter DR1. Das ist gut. Guck dahinter. Die Evakuierten. Sie sind alle tot. Wir sollten wohl leise bleiben. Gott verdammt! Töte das Ding! Lasst uns einfach von hier verschwinden. Die anderen suchen. Hey, ich glaube, wir können rechts raus. Shit! Nimm das! Bert, die Evakuierten im Theater haben es nicht geschafft. Was ist mit Cole, Fast und den Carmines? Lizzie hat's zu ihrem Konvoi geschafft, wird aber immer wieder umgeleitet. Clay hat einen Raven gefunden. Aber ich erreiche weder Cole noch Fass. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, noch nicht. Aber wir suchen weiter. Heilige Scheiße. Seid ihr? Befehl der Zentrale! Evakuierung beendet! Zentrale, hier Delta. Verbindung bricht ab. Wir sind beim Theater. Wiederholen! Ihr müsst da raus, Kleiner. Wir werden die Siedlung aufgeben. Können wir nicht den Hammer der Morgenröte benutzen? Nicht, wenn ich damit nicht zielen kann. Zieht uns zum Haupttor zurück. Berg, wir stecken auf der anderen Seite der Stadt fest. Felix, hier Lizzie. Seid ihr beim Theater? Lizzie, Gott sei Dank. Bestätige. Ich wurde ungefähr 6-mal aufgehalten. Ich bin auf dem Weg. Wir warten hier. Delta Ende. Hier rein, na los! Hey! Wow, wow, wow! Wir sind's! Wir haben wen mitgebracht. Granate in der Fresse!
Hey, Dale. Erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow. Ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Ja, ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tutu, die Kavallerie ist da! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Im Laufschritt! Ich muss diese Leute hier rausschaffen! Oh, shit! Der Weg ist blockiert! Zieht das Feuer auf euch! Alle Trucks, zurück! Bert! Bert, wir verlieren den Konvoi! Wir brauchen den Hammer! Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Koordinaten. Dann, nimm mich! Bist du irre? Kann sein. Peil meine Rüstung an und gib Stoff! Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber, wir haben keine Wahl. James! Deckungsfeuer! Ich bin fast da. Bereit machen. Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Bert, jetzt! Feuer! Feuer! Siehst du, ich wusste, dass es klappt! Scheiße! Bert! Bert! Was ist ich los? Ich hab keine Kontrolle! Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Thank you.
Kate! Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, klar. Von mir aus. Alles klar. Komm schon! Was hast du eigentlich gegen Jack? Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbett? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an mir. Oh ja, das ist hübsch. Deine Kopfschmerzen wieder zurück? Ja, mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt ihr von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch! Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber... Ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken. Hey, wow, die Chor. Willkommen. Und jetzt verschwindet. Na los, Boy. Hey, Chor, willst du mal riechen? Klingt fast so schlimm wie du. Sehr witzig. Stirb, Faschist, stirb! Willst du dich gut in der Richtung? Ich hab sie, ich hab sie. Deine Mutter würde sich schämen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Marcus, Baird und Cole den Riftwurm getötet haben. Von innen. Mit Kettensägen. Okay. Tanz nicht nach seiner Pfeife. Was meinst du, warum Norske und Lena nach Norden gingen? Weil sie Feiglinge sind. Okay, das war's. Ich bin fertig. Cor! Der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Okay, ihr könnt rein. Du und dein Bot wären da. Wo ist deine Begleitung? Moment, lasst euch durch. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Habt du denn Energie, haben sie gesagt? Ja! Scheiße, alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleib. Jack. Sieh dir doch mal das Dampfventil an. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Kostenlose Energie! Ja! Scheiße, alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleibt weg! Der Dampf brennt euch doch hier. Jack. Sieh dir doch mal das Dampfventil an. Danke. Das hätte ich selbst richten können. Vermutlich. Hey, hey Faschisten! Hier drüben! Haha! Die Faschisten kommen! Die Faschisten kommen! Mama, Mama! Schau mal! Die Faschisten! Miese! Wir sagen ihnen jetzt nicht ins Gesicht. Geh rein! Warum? Es ist ein schlechter Schutzverein. Mein alter Herr hat die Chor damals liegen. Du bist gerade so ziemlich mein einziger Freund. Vor hier drüben! Um ehrlich zu sein.
Verdammt! Verfluchte Lena! Haut das Miststück einfach mit unserer wertvollen weiter zur Dampfer. Okay. Das läuft hier also alles mit Geothermie? Oh, sieht so aus. Ergibt Sinn, aber es ist eine Menge Bohr. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. Wir suchen nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Kate. Onkel? Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Konst, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Na los. Onkel, wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt Messer. Alles, was ihr habt. Sie kommen unten rein. Wir müssen sie ausschalten. Verteidigen Sie die Stadt! Da sind noch mehr von denen! Das Tor. Wir müssen das ganze Dorf säubern. Oscar, du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Sie liegt an der Tür. Habt euch die Schockwalle. Ich hab ne Idee. Los!
Los, Beeilung! Da draußen sind ziemlich... Okay, fertig. Schock den Boden bei der Tür und ich lasse sie rein. Jack, los! Ich hoffe, dass du Scheiße, ihr Mistbieter! Und los! Pass auf, Jungspunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie! Sie brauchen uns!
haben einen Silver weg. Aber der Einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Wir müssen da raus. Das ist deine Bestimmung!
Kate! Nein, nein, Kate. Nein, 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 nein! Kate, Kate, schau nicht hin! Das willst du nicht sehen. Nein. Es tut mir leid. Kate. Es tut mir leid. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey, mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute, im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein, ja. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit ihr. Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Okay. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden, das weiß ich. Ja, sie würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Nur noch wir beide. Was ist hier überhaupt drin? Ein schneller Ausweg aus diesem Drecksloch. Hey, wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wir müssen...